Hallo Leute, heute ein ganz spannendes Video. Ich bin hier in Lochen bei Step by Step, um eine Leistungsdiagnostik zu machen. In den Infokarten rechts oben findet ihr eine Leistungsdiagnostik, die ihr auch zu Hause machen könnt. Es ist aber eine submaximale Leistungsdiagnostik. Für eine Leistungsdiagnostik mit einer maximalen Ausbelastung würde ich immer ins Labor gehen und das von Experten durchzuführen. Ich habe schon viele solche Leistungsdiagnostiken gemacht, ich komme aber deshalb so gern zu Robert, weil er den Mensch wirklich ganzheitlich betrachtet und keine 0815 Testbatterie hat, die er für jeden Kunden anwendet, sondern sowohl die Leistungsdiagnostik und natürlich später auch das Training wirklich maßgeschneidert auf jeden Kunden, dessen Ressourcen, dessen Ziele und dessen Bedürfnisse abgestimmt ist. Wenn ihr mehr über Step by Step erfahren wollt, hier die Homepage eingeblendet, ich verlinke sie aber auch nochmal in der Videobeschreibung. So, bevor ich reinschaue, jetzt noch zwei Tipps für euch. Eine Leistungsdiagnostik solltet ihr regelmäßig machen, um die Fortschritte evaluieren zu können. Labortests sind deshalb gut, weil sie leicht reproduzierbar und gut standardisierbar sind. Ihr müsst aber auch euren Beitrag dazu leisten. Das heißt, schaut, dass ihr vor den Tests immer das Gleiche macht. Nicht einmal extrem viel trainieren und einmal gar nichts trainieren. Und auch was die Ernährung betrifft, ganz, ganz wichtig, wissen nicht viele, die Kohlenhydrate haben einen maßgeblichen Einfluss auf die Laktatbildung. Das heißt, schaut auch, dass ihr euer Essen, ist egal was ihr esst, aber schaut, dass ihr immer vor den Tests das Gleiche esst, damit ihr die Tests auch vergleichen könnt. Und das Zweite, wenn ihr Läufer seid, macht unbedingt die Laktatleistungsdiagnostik am Laufband und nicht am Fahrrad. Das Hauptabbruchkriterium am Rad sind nämlich fast immer die Watt, die ich irgendwann nicht mehr treten kann und nicht das Herz-Kreislauf-System. Besonders wenn ihr leicht seid. Eine 60 Kilo leichte Frau schafft vielleicht irgendwann die Watt nicht mehr zu treten, obwohl das Herz-Kreislauf-System noch super Power hätte. Umgekehrt auch vorsichtig, wenn ihr 90, 100 Kilo habt, tretet ihr vielleicht am Fahrradergometer viele Watt. Beim Laufen, wenn ihr euer eigenes Körpergewicht aber tragen müsst, stimmen die Werte nicht. Deshalb immer so testen, wie ihr nach und auch trainieren wollt. Für Triathleten bedeutet das, wenn ich nur einen Test mache, besser Laufband oder ich mache eben beides. So, jetzt schauen wir mal rein. Viel Spaß mit dem Video. Robert, danke, dass ihr begrüßt habt. Servus, hallo. Ich freue mich sehr. Ja, im Jahr, dass du uns ausgesucht hast, um deine Leistungsdiagnostik zu absolvieren. Ja, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, du das Ganze eben so ganzheitlich betrachtest und nicht nach einem starken Konzept. Das finde ich sehr, sehr spannend. Gut, was können wir da auf dich zu? Wir werden eine Leistungsdiagnostik im Laufen machen, mit maximaler Ausbelastung. Okay. Nebenbei werden wir noch über Kamera eine Laufanalyse mitmachen, um zu schauen, wie deine Beinachse, deine ganze Statik ausschaut. Vorher werden wir allerdings noch auf die Liege gehen. Okay, warum machen wir das? Muskeltests machen wir für die, wo ich die Funktion der Muskulatur anschauen möchte, Punkt Beckenstabilität. Okay, alles klar. Dann hat man's. Die Denkweise ist jetzt von vielen Menschen, dass das Becken jetzt so schief ist. Okay. Ja. Wir machen das kinesiologisch. Da geht es um das. Ich drücke nach innen und du drückst nach außen. Okay. Geht los. Lass dich locker lassen. Okay. Drückst du bitte. Merkst du einen Unterschied? Ja. Jetzt wieder nach außen drücken. Drücken. Zu dir. Nach oben. Okay. Du musst Lichter ansteuern. Halte. Drücken. Merkst du? Ja, ja. Wer? Ich erst einmal über den Laktat. Ja,
So Leute, mittlerweile frisch geduscht, Leistungsdiagnostik erfolgreich abgeschlossen. Robert hat die Ergebnisse schon ausgewertet, die seht ihr aber dann erst nächsten Mittwoch um 17 Uhr. Danke fürs Zuschauen, lasst mir einen Daumen hoch da, bis nächste Woche. Ciao.